Absolut. Happy New Year, everyone! Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma JP Performance GmbH. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir gehen an unseren wunderschönen, sehr flinken, sehr kompetenten, wunderschönen 205er Rallye. Ich muss in die andere Richtung. Ein Auto, was immer wieder mich zum Rasen gebracht hat und immer wieder ein bisschen aufgeregt hat, weil die Vibrationen zu krass waren. Und dann letztes Mal, wo die Bielers da war, meinte er, ja, Fächerkrümmer wäre ganz gut und ein Schwungrad wäre ganz gut. Und natürlich wir folgen diesem Rat und werden all diese Thematiken und Problematiken in diesem Video jetzt beheben. Also, als allererstes, weil wir nämlich vor den Betriebsferien dort schon angefangen haben, jetzt muss ich eben suchen, wo habe ich das hingetan, haben wir nämlich... Das muss man jetzt leider so rausfriemeln. Das originale Motorlager. Ich habe mir gesagt, die Motorlager sind zu hart. Ja. Die sind gar nicht so hart. Was man hier sehen kann, kann man doch auch so zeigen. Das hängt jetzt dort, nee, er hängt oben an der Brücke. Aber die originalen Motorlager rechts und links, die sind weich. Die Drehmomentstütze war nur starr. So, wenn die untere Drehmomentstütze starr ist, die dafür sorgt, dass der Motor nicht so kippen kann, dann... Ja, dann gibt er halt nicht und dann geht die Vibration stark weiter und dann haben wir nichts gefunden, was es dort gibt, aber dann haben wir gemessen, es gibt ja so normale Lieferanten und haben jetzt hier ein Lager gefunden, was genau in die originale Haltung passt für die Drehmomentstütze, die dann nachher so da drauf sitzt. Ne? So, weißt du? Mhm. So, und wenn das hier eine gewisse Flexibilität hat, dann werden wir im Schaltvorgang das haben, wir werden diese Vibration nicht mehr weiterleiten. Das ist der Plan. Ja. Bis jetzt. Also, Thema Vibration, deutlich weniger, wird hiermit erledigt sein. Und das ist auch ein riesengroßer Vorteil, denn das hat, finde ich, sehr viel Nervigkeit gebracht. Hat aber auch einen Vorteil. In dem Moment, wo du schnell schaltest, will der Motor, in dem Moment, wo du schaltest, entlastest du ja den Motor oder entlastest du diesen Antriebsstrang. Der will sich dann bewegen. Mit einer starren Drehmomentstütze tut er das nicht. Wenn du Gas gibst, kippt so ein Motor ja immer. Ja. Tut er das nicht und du kannst schnell schalten. Und das ist natürlich für das, wo der Wagen vorher genutzt wurde, in so Slalomfahrten natürlich sehr, sehr hilfreich gewesen. Aber im normalen Fahrbetrieb konntest du im Innenspiegel nichts sehen, du konntest auch mit jemandem nicht reden, du hast gedacht, drei Personen sitzen rechts neben dir. Weil das so vibriert hat, ne? Also das war wirklich unangenehm. Das heißt, das Thema ist damit gegessen. Nächstes Thema. Das Auto hat ein Massenschwungrad. Und zwar dieses hier, okay? Das originale Auto fährt mit einem Massenschwungrad. Das sieht auch sehr, sehr dünn aus. Und weil ich wollte eigentlich originalerweise das Ding einspannen in Drehmaschine und dann halt ein bisschen was runternehmen vom Material. Aber da ist nichts mehr da. Ne? Wenn du es so guckst. Viel ist es nicht, aber sie ist schwer. Und das gucken wir uns mal eben an. Das Thema Schwungscheibe ist halt wirklich ein Thema, was schon sehr interessant ist. Und es ist ein Bauteil, was eigentlich technisch nichts groß macht. Es gibt zwei Massenschwungräder noch, es gibt ein Einmassenschwungrad. Und da wollte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen. Also, danke. Ein bisschen mitnehmen. Also, das ist das originale Schwungrad von diesem Auto. Mhm. Ein Einmassenschwungrad. Kannst du gerne mal, ist ein bisschen dreckig. Gerne mal ein bisschen hochheben. Wie soll ich das jetzt hier? Boah. Okay. Schon ein Klotz. Ist ein Klotz, ja. Denk mal. So. Hier aus auf diesem Kranz, da greift der Einlasser rein. Mhm. Okay. Und das ist auch schon wieder Teil der Kupplung. Ja. Die Kraft muss ja übertragen werden. Und dann haben wir nichts gefunden im ersten Moment, was man da irgendwie einbauen kann. Dann haben wir in England eine Firma gefunden. Die hat uns dann so eine Scheibe angefertigt. Wie ihr seht, haben die auch nicht draußen gehabt. Ich hoffe auch, dass das passt. Ich hatte nämlich auch erst Sorge, dass da ein Trigger-Signal drauf ist, wie wir das bei unseren frei programmierbaren Steuergeräten manchmal haben, dass der Motor weiß, wo steht denn die Kurbelwelle jetzt. Ja. Aber der hat das oben über die Zündverteilung. Das heißt, unten, das ist ihm relativ egal. Weil ich hatte nämlich hier so kleine Stippen gesehen, weißt du? Aber das wäre eh, und hier ist nochmal so eine Öffnung. Aber ich wüsste auch nicht, was für ein Zahnsystem das sein soll, dass er darüber weiß, wirklich, wo er steht. Normalerweise gibt es dann irgendwie so ein 26, 36 Zähne-System oder sowas, ne? Woran er das dann errechnet. Das ist unsere neue, okay? Ja. Und wir springen von 7,25 Kilogramm. Was kommt hier hin? 3,65 Kilo, so wie der andere auch. Ja. Okay. Also 7,5, also über die Hälfte ist die Schwungscheibe leichter als die Originale. Was macht eine Schwungscheibe? Warum ist eine Schwungscheibe sinnvoll? Warum haben Motoren allgemein eine Schwungscheibe? Bei einem Einzylindermotor, bei einem Zweizylindermotor, bei einem Vierzylindermotor, bei einem V12-Motor ist es ja nicht so, dass kontinuierlich dort eine Zündung passiert, also ein Kraftschluss wirklich dann da ist. Mhm. Oder eine Kraft, eine Energie, die auf den Kolben wirkt, die dann eine Abwärtsbewegung erzeugt, die in die Kurbelwelle geht und dann weiter Richtung Getriebe.
Somit haben wir einen Speicher, einen Energiespeicher, der durch die Masse die Rotation weiter nach vorne treibt. Und sehr komfortable Motoren, sehr Motoren, die gedacht sind, eigentlich nur Menschen von A nach B zu bringen, haben relativ hohe Schwungmassen. Diese hohe Schwungmasse sorgt natürlich, wenn man in dem Auto drin sitzt und macht, dass nach dem Gas geben, Drosselklappe öffnet sich, der Motor versucht, eine Leistung zu entwickeln. Es ist zwar kein Gang drin. Und beim Runtertouren natürlich dieser hohe Speicher, ja, ne, weiterdrehen will. Wollen wir aber gar nicht. Wir wollen, dass die Drehzahl relativ schnell hoch und auch wieder runter geht. Wir wollen wenig haben. Aber das Ding ist, wenn man etwas zu wenig von dieser Masse hat, dann fangen so Motoren und so Getriebe auch sehr gerne an zu rasseln. Das heißt, ein sehr leichtes Schwungrad, ein sehr leichtes Einmassenschwungrad macht dann halt oft sehr doll Rasselgeräusche. Jetzt sehen wir aber hier, sind es eh Einmassenschwungscheiben. Ja. Ne? Original, so wie die Tuning-Scheibe auch. Und der Punkt ist der, dass wir nicht zu tief gehen dürfen. Warum haben Hersteller ein Zweimassenschwungrad? Es ist natürlich eine schöne Entkopplung von dem Motor, der hier läuft, in das Getriebe hinein. Ein Zweimassenschwungrad hat hier die Möglichkeit, eine gewisse Verwindung zu erlauben. Ne? Also mit so kleinen Torsionsfedern, die da drin sind. Und können dann Vibrationen und Schläge beim harten Einkuppeln oder sowas, ne? Oder beim Schalten oder wenn du im Teillastbereich fährst, zu entkoppeln. Bei der Einmasse, wenn die Kupplungsscheibe drauf ist und der ganz automatisch geschlossen ist, ist das relativ schwierig. Dann ist das ein Ding, was so durchgeht. Was bei so einem Auto wie da oben relativ egal ist. Aber was wir hiermit erzielen wollen, ist, dass der Motor leichter, schöner hochtouren kann und vor allen Dingen auch wieder runtertouren kann. Mhm. Das heißt, Zwischengas geben, all diese Sachen werden neuer Befehl sein für den Fuß. Also wie doll du Gas gibst, damit du diesen Zwischengaspunkt triffst im Vergleich zu dem vorherigen Rad. Aber Hochtouren und Drehfreudigkeit wird besser werden. Drehfreudigkeit in Verbindung mit den Gummimotorlagern wird natürlich auch geiler sein. Ja. Weil wir haben ja gemerkt, umso höher du drehst, umso krasser wird die Vibration. Das heißt, wir haben Vibration verringert, Hochdrehen aber jetzt schon mal ein bisschen verbessert. Vor allen Dingen, wir sind über die Hälfte leichter als das originale Einmassenschwungrad. Das heißt, das wird schon einen großen Unterschied bringen. Und jetzt müssen wir zu dem Punkt kommen, dass wir die Abgase im oberen Drehzahlbereich noch sauberer rausbekommen. Das ist der originale Krümmer von dem Auto, was dort oben auf der Bühne steht. Ja. Er, wie man hier sehen kann, liegen auf einem Strang, der hier oben rauskommt. Ja. Und er auf dem unteren. Das ist natürlich schon mal ganz schön, dass das ein getrennter Ablauf ist, dass die Ströme dort wirklich schön einfach gehen können. Der Durchmesser ist an sich auch nicht schlecht für so einen Motor. Doch diese frühe Zusammenführung sorgt dafür, dass im oberen Drehzahlbereich der einfach nicht so schön laufen will und kann, weil vor allen Dingen unser oberer Drehzahlbereich hat sich ja massiv verschoben im Vergleich zu wie er original war. Dazu kommt, dass wir eine schönere Fächerführung haben wollen. Das heißt, die Zusammenführung sollte hier zusammen sein. Jetzt haben wir uns hier von TR Technics, einem hochentwickelten Motorsportzulieferer, einen Fächerkümmer gegönnt, der eine deutlich spätere Zusammenführung haben sollte. Weil vor allen Dingen haben wir nämlich hier den großen Unterschied. Wir haben dieselbe Reihenfolge von der Kopplung. Wir sehen hier eine Zusammenführung und hier. Mhm. Okay. Aber wir sehen, es geht, also die zwei führen zusammen und dann die beiden nochmal. Das heißt, bei dem anderen würde hier die Zusammenführung in einem Rutsch sein. Er lässt die Rohre aber sehr lange laufen, führt die beiden zusammen, lässt sie wieder weiterlaufen und führt dann in ein Rohr als Weiterführung Richtung Katalysator. Wir gucken uns jetzt nochmal die Rohrdurchmesser an, ob die wirklich dementsprechend besser geworden sind. Das glaube ich nämlich gar nicht so, dass er wirklich ein Wachstum da hat. Was schön ist, dass hier auch nochmal nachgedremelt wurde. Das heißt, wir haben hier keine Schweißnähte, die wirklich überstehen, sondern wirklich vom Flow her ist das ganz gut. Und wir haben eine sehr schöne Lüftung, weil was du natürlich auch erzielen willst, ist immer, hallo. Hallo. Möchten Sie was essen, Herr Krämer? Ja, Reis. Ganz gut. Ich guck mal, ob wir da hinkommen. Was haben wir denn sonst? Ich würde sonst zum Supermarkt fahren, könnte Ihnen kalten, gerollten Reis mit Sachen dazwischen mitbringen. Ja. Ja. Nehme ich das. Dann machen wir das. Okay. Möchten Sie auch was haben? Nee, ich hab schon. Danke. Dass wir einen Unterdruck erzeugen wollen. Mhm. Ja, weil das Wichtige ist, gerade bei einem Motor mit hoher, hoher Drehzahl, dass nach dem Verbrennungsprozess wirklich der Brennraum stark entlüftet wird. Das heißt, wir wollen wirklich so viel wie möglich von dem alten Abgas rausbekommen. Und das können wir mit so einem Fächerkrümmer natürlich wirklich ganz gut erzeugen. Wir haben diesen Feuerzeugeffekt schon ein paar Mal gemacht. Das haben wir schon oft genug gezeigt. Das funktioniert ja auch wirklich sehr oft. Aber ich denke, dass das hier auch bei diesem... Nee, das wird bei dem nicht funktionieren, weil er wirklich getrennte Räume hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das Feuerzeug dranhalten würden, würde gar nichts passieren, weil die gar nicht miteinander sprechen. Ne? Weil ich kann das Feuerzeug dranhalten, würde es hier in die anderen reinpusten, dann zieht ihr die Flamme nicht rein. Aber an sich ist der Fächerkrümmer dazu gedacht, dass er
nicht nur die Rohre abführt, also wenn man zum Beispiel einen Krümmer bauen würde, wo die Rohre ganz gerade einfach weggehen, einfach raus, dann würde das im oberen Drehzahlbereich funktionieren, aber im unteren Drehzahlbereich nicht. Weil man darf sich nicht vorstellen, dass die Abgase wirklich in einer Säule durchgehen, sondern die gehen pulsierend, gehen die hier so durch. Und wenn die im richtigen Rhythmus und in den richtigen Rohrlängen sind, dann kann dieses Pulsieren, wenn die hier an der Kreuzung vorbeikommen, natürlich auch gleichzeitig einen Unterdruck erzeugen und den Sog dafür bringen, dass die anderen dementsprechend entleert werden. Und das willst du natürlich erzeugen und das Ganze soll auch funktionieren bei einem hohen Drehzahlbereich, dass du wirklich, wenn die Abgasventile wieder zugehen und du in dem Zyklus bist, dass die Frischluftventile wieder aufgehen, natürlich so viel wie möglich Raum ist für das neue Luft-Benzin-Gemisch, was halt dementsprechend reingeht. Also was wir jetzt einbauen werden, ist einmal der Fächerkrümmer, das Gummilager mit einem anderen Shore-Wert, also der Wert in dem Gummi ist halt erstmal da, vorher war es komplett in Alu, das heißt, hat sich gar nichts bewegt. Ja. Jetzt haben wir das. Und dann Fächerkrümmer und Schwungrad. Das heißt, der Unterschied wird gleich wirklich, ich denke, ein wirklich anderes Auto sein. Der Klang wird anders sein, er wird nicht mehr vibrieren, er wird schneller hoch und runter drehen. Also alles, was ein Auto ausmacht. Das bauen wir jetzt ein und dann machen wir coole Mucke drunter. Bis gleich. I heard man when I chat and chit. I come through like what's good, these weeks getting split. Man better breeze and sprint, it's longer if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is, I make sure it's X that you wanna rally with. I'll make a big man turn to the kid. Shout out Skull when I splat out wigs. Never seeing X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mid shot. Told them man got her. Slightly problem? Slightly. Warum? Ja, Schweißen. Also, hä? Ja, also eigentlich wollten wir jetzt gerade runterholen, nur unser Cut, also der Krümmer kommt ein Stückchen länger nach hinten weg und deswegen müssen wir jetzt doch nochmal wegen dem Schaltgestänge ein bisschen mehr Platz schaffen, weil wir können nicht, wir können halt nicht alle Gänge schalten. Ne? Jetzt so können wir alle Gänge schalten, nochmal zurück und so nicht. Okay. Das heißt, da müssen wir noch mal ganz kurz dran, um es halt dementsprechend zu modifizieren. Aber ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, eigentlich das ist total das geile Video. Weil alle Faktoren, die irgendwie Einfluss haben auf die Charakteristik des Autos, packen wir an. Einmal die Motorlager, weil dieses Vibrieren war halt einfach komplett überflüssig. Das ist weg. Dann dreht er schneller hoch aufgrund der Schwungscheibe. Und wenn er schneller hochdreht, dann kommt auch der Krümmer. Das heißt, Sound ändert sich, Leistung ändert sich, hochdrehen, runterdrehen und Vibration, was wieder Einfluss hat auf den Genuss von dem Rest. Nein, wirklich, voll geil. Also das Paket ist geil. Den Genuss, okay. Nee, weil alles zusammenhängend es geil macht. Ich bin gespannt, das war vorher schon geil. Richtig, aber alles, was halt nicht ganz so geil war, wird halt jetzt viel geiler. Ja, voll. Ich bin gespannt. Also wirklich ein richtig geiles Modifikationspaket. Deswegen das Hoch- und Runterdrehen wird gleich hoffentlich ein großer Unterschied werden. Dabei der Sound. Und dann kann man es auch genießen, weil Motorlager. Ich bin geil. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie viel ob wir Leistungszuwachs haben, wie viel Leistungszuwachs wir haben und wie der Drehmomentverlauf ist. Wirklich. Also auf dem Prüfstand auch? Ja. Weil wenn ihr den originalen Krümmer anguckt und wir pfeffern da die Drehzahl durch im Vergleich zu vorher und haben die Leistung erzielt, die wir erzielt haben, müsste gut sein. Nicht gut runter. Jo. Ganz anderes Gefühl im Auto, wie ein anderes Auto. Und das hätten auch die Motorlager alleine schon gemacht. Das ist wirklich geil, weil das Hochdrehen hat viel mehr Spaß. Also ist viel geiler jetzt, weil es ist viel nutzbarer. Also ich bin sehr. Erstfahren oder erstmessen? Nee, erstfahren. Man kann sagen, ich bin echt, echt on fire gerade. Wirklich. Ich habe sehr viel Spaß mit diesem Auto gehabt. Guck mal das. Wir haben nicht mehr dieses, dass du denkst, gleich geht's kaputt, weil der Motor so fest verschraubt ist. Also ich bin gerade wirklich, wirklich, wirklich geil drauf. Geil. Richtig, richtig, richtig geil. Hahaha! Boah, geil! Merkst du es? Wuhu! Das ist ein bisschen was vom Motorrad. Voll! Jetzt ist das geil! Ganz ehrlich, jetzt wenn da jetzt 20 PS weniger, wäre mir auch egal.
Hat das was damit zu tun, dass das so ein Vergasermotor ist, dass der Leerlauf jetzt bei 1,5 ist? Weil sonst Leerlauf ja so bei 1000. Ja, schon. Oder also ist das jetzt gerade weil kalt und fett? Nee. Der hat den Leerlauf eh hochgedreht, aufgrund der Nockenwellen auch. Okay. Weil wir haben ja jetzt super in die schärfsten Nockenwellen, die wir jemals verbaut haben. Dafür läuft der aber gut. Exakt. Weil der halt sonst hohen, sägen die ja so, ne? Genau. Und weil wir deswegen der hohe Leerlauf, mit dem tieferen Leerlauf, wäre die Pause der einzelnen Zündwinkel zu lang und dann würde er wieder anfangen zu sägen. Mhm. Und dann noch das leichte Schwungrad, was ja über die Hälfte weniger liegt als vorher. Bin sehr happy. Super geile Tuning-Maßnahme. Auto fährt richtig gut. Wie gut er jetzt fährt, weil wir haben ja gar nicht mehr dieses, ne, weil das alles hart ist. Guck mal. Ich bin gespannt auf das Benutzen, auf das richtige Benutzen. Ja, Mann. Und auch Soundart ist super geil. Ne? Immer mehr hat statt nur Power. Ne? Also das, wir sind jetzt gerade beschleunigt, ich weiß nicht, von 40 auf 55. Ich fand das nicht langsam. Nee. Aber das ist ja in einem Geschwindigkeitsbereich, den würden wir bei einem M3 mit 800 PS Touring, weißt du, da merkst du gar nicht. Den merkst du gar nicht. Der ist gar nicht machbar. Also kannst du gar nicht 15 km/h nur beschleunigen bei Vollgas im ersten Gang. Das geht gar nicht. Also, ich weiß gar nicht, was ich als erstes hochheben soll. Ob es das Schwungrad ist, den Krümmer oder das Motorlager. Wirklich nicht. Also, müsste ich eine Reihenfolge machen, würde ich als erstes sagen, das Motorlager, weil es alle anderen Sachen für mich viel, viel klarer macht und genießbarer. Danach würde ich sagen, ist das Schwungrad und zum Schluss der Krümmer. Okay. Weil, ne, also... Geil. Das ist jetzt noch ein Stückchen weiter an diese südliche Weinstraße. Ja, so dieses, so noch mal einen kleinen Garstoß an dieser Bergwand so entlang. Ich hab immer wenn ich an dieses Auto denke, dann denke ich daran, wie das so eine Serpentinenkurve um so einen, an so einem Weinhang fährt. Voll. Und du hörst auch nur von Weitem. Und dann die Franzosen, wie sie, oder so Italiener, wie die schreien dann in den Anfang und hörst du voll. Alter. Wir müssen tanken.
wir kriegen auf jeden Fall mehr Leistung raus, aber ich glaube, dass die jetzige Abstimmung, glaube ich, nicht ganz zu ihm liegt. Sagt mein Gefühl mir, weißt du? Wie stimmst du so ein Auto ab? Der hat ja auch ein kleines freiprogrammierbares Steuergerät, ja, wo der dann nur die Einspritzung programmiert. Ne? Also den Zündwinkel nicht, mhm, aber die Einspritzung, weil die Zündung ist auch hier gleichzeitig das Trigger-Signal oder das Signal für der Zündkopf ist auch gleichzeitig das Signal, wo er zünden soll. Also er hat kein Triggerrad auf dem Schwungrad, sondern über die Zündung macht er das. Über die Kappe. Glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Dieses frei programmierbare Steuergerät, das ist aber nicht vom Werk aus hier drin, oder? Nein, genau, das ist nicht vom Werk aus drin. Das heißt, du könntest ein Auto von Werk aus so nicht abstimmen, oder? Weil das zu dumm ist? Genau, weil es braucht die Luftmasse. Mhm. Aber wir programmieren ja jetzt hier ohne Luftmasse, sondern quasi Alpha N. Er macht Drehzahl zu Drosselklappenwinkel. Mhm. Ne? Das ist das, was er nimmt als Werte. Und quasi wie ein halbes freiprogrammierbares Steuergerät. Bei einem normalen freiprogrammierbaren Steuergerät hast du Zündung und Sprit. Und hier ist halt nur Sprit und Zündung geht linear hoch. Ich glaube, der hat auch einen Unterdruckanschluss noch auf dem Zündverteiler. Das heißt, der kann den noch mal ein bisschen verstellen, den Zündwinkel, über einen Unterdruckschlauch. Ist bei manchen Autos so. Das ist ein tolles, kleines Auto. Ich würde sagen, das ist ein Sportgerät. Ja, das ist genau. Das ist ein kein Sportwagen, sondern das ist ein Sportgerät. Ja. Ja. Okay. Hat der Leerlauf sich verändert jetzt gerade? Weil jetzt sind wir bei 2000. Ja, ich glaube, weil er ja gerade ein bisschen Fahrtwind kriegt. Und ich kann mir vorstellen, wenn er langsamer ist, dass er wieder ein bisschen runter geht. Okay. Also, wir sind am nächsten Tag. Ich habe mich wirklich sehr doll darauf gefreut heute Morgen, ja, beim Zähneputzen. Das wird wirklich geil. Und ich kann nicht einordnen, ob mehr oder weniger Leistung. Aber das ist mir herzlichst egal. Aber wir legen gleich die beiden Läufe übereinander. Den vorherigen, ja, zu dem jetzigen. Schwungrad, Motorlager, Krümmer. Der ist echt sehr zäh angesprungen heute Morgen, weil wir minus 8 Grad haben. Ja. Und auch andere Bedingungen jetzt auf dem Prüfstand. Der ist die Nibels jetzt warm gefahren. Und jetzt werden wir gucken, was er macht. Also er ist wirklich warm. Und riecht auch dementsprechend. Nee, gar nicht. Aber nicht wie gestern Abend. Nee, gestern war schlimm. Gestern war krass. Bis gleich. Also wir hatten 142,64 PS und 158 Newtonmeter. Ja, okay. Da wirklich uns sehr gut entgegen. Gewinnen wir etwas Leistung, ja, 6 PS, okay, das finde ich echt okay. Und Drehmoment sind wir identisch, wir haben aber einmal ein höheres Peak im vorherigen Lauf, was aber egal ist, weil man darf von diesen Zahlen nicht immer täuschen lassen, denn wir sehen ab 6000 auch, dass wir kontinuierlich 6 Newtonmeter mehr haben. Geil. Ja, und 6 PS, also 6 Newtonmeter, 6 PS, übers Band ab 6000. Und wenn du ihn auf Attacke fährst du ja auch immer in dem Bereich. Ne? Das heißt, wir haben doch Leistung gewonnen und haben auch diese beiden Ditcher weg. Ne? Also wir haben dieses Dreh-PS-Loch
und Drehmomentloch haben wir überwunden. Das habe ich gar nicht so gespürt vorher. Ja. Wahrscheinlich wegen den Motorlagern, dass das da so viel Hektik war. Weil du bist ja irgendwo bei 3.500, ne? Das ist, unser Leerlauf ist ja bei 2.000, ne? Das ist irgendwo hier. Pass auf, Leute, ich fahre an und ich höre schon. Ja. Ja, das ist ja 300.000, ja normalerweise für ein Auto ja schon ein fortgeschrittener Drehzahlbereich, aber hier ist das gar nichts, ne? Geil, okay. Okay, bis morgen, ciao.